Lea. So ist ein tolles Mädchen. Ja, ich bin auch super zufrieden. Echt. Und so für einen Hobbyfotograf. Ja, reicht das total aus. Ja. Ach, hier, siehst du die Filme? Ja. Na, Zoe. Lea. Schätzchen. Ich hatte einen Super 8 Film ja? zum Mediamarkt hingebracht. Nach Delmore schon ganze Zeit her. Um die auf DVD zu überspielen. Hä? Dann habe ich die abgeholt, die DVD. Hatten sie mich angerufen. Und dann hatten sie so ein paar Kameras, Vorführkameras, Auslaufmodelle. Ja, das war, die war auch nur so günstig, weil es ein Auslaufmodell war. Ja, es war die zweitletzte. Ach so. Die haben wir aus Oldenburg nur bekommen. Ja, da hat Frank noch angerufen. Bremen überall ausverkauft. Ah ja. Ja, jedenfalls, und ich gucke da drauf, und dann hatten sie von 299 auf 199 die hier runter. Und ich gucke dann darauf, da stand dann, stopp. Vertraglich festgeschrieben, ne? Ja, dass bis 2032 sich nichts ändern darf. Und jetzt brauche ich auch was anders. Ja? Ja, ja? Ach so, mit den Wissenskrediten, ne? Ja. Ja, stimmt. Aber ich denke schon, wir werden dann schon was finden. Denke ich auch. Erstmal abwarten. Jetzt haben wir erstmal noch unser Jahr Studium, dann noch ein Anerkennungsjahr und dann geht's richtig los. Genau. Und wenn er fragt, vielleicht wirklich was beim Gericht kriegt, so Zwangsversteigerungen sind ja auch häufig, ne? Ja, kannst du sogar im Internet nachgucken. Ja. Also es gibt momentan ungefähr 4 Häuser im Angebot. 400 Häuser hier im... 400 Häuser? Ja, die im Internet stehen. Es gibt ja, ich bin ja immer da, kriege ja immer die Nachricht, weil ich ja mal gucken bin. Ja. Freistehender Hof, da endet ja die Straße. Wo die Schweine sind, ich weiß gar nicht, wo ihr wohnt. Nee, das ist, wenn du am bei der Bäckerei Diekhaus. Genau, wo die Schweine sind, da, gegenüber ist dann noch so eine Parkfläche. Genau, und auf der Seite, ich muss gleich noch Brot vor holen. Diekhaus, wenn du von Kleinen Kneten kommst, geht's rechts in Brombeerhagen. Und da fährst du, bis der Brombeerhagen aufhört. Und da steht der Hof. Also direkt bei Diekhaus? Bei Pferdezüchtern, genau. Genau, da dort. Rein. Ach, da rein, den Weg da rein. Da ja. rein. Und das ist genau. der Brombeerhagen. Da sind das vielleicht Hof. Noch 50, 100 Meter. Es sind nur noch ein Erdbeerfeld und von unserem Vermieter, der hat ja auch Heidenweiden für seine Pferde. Ne? Ja. Der hat ja auch Pensionspferde und Kutschenreiten und... Ach genau, so. Was ich dir noch sagen wollte, habe ich gestern gelesen, die Engländer, die immer da sind, ja? die machen das professionell, die machen professionellen Pferdetransport. Ach so, deswegen ich habe nämlich die Internetseite gelesen. Ach so. YouRideWeDrive.com. Okay. Ja, die machen das professionell, die fahren die Pferde von Great Britain, bringen die nach Deutschland. Ja, und wir wollen ja jetzt auch... Den 10. Aber das wird nun nichts. So, ich werde euch das mal überspielen. Ihr habt doch einen CD-Player, nicht? Ja. Jetzt mal noch ein, könnt ihr mal zusammenstellen. Ja. Und dann wollte ich das hier mal ins Internet reinstellen. Unter YouTube. Lea und ihre Freunde, oder was? Ja, da mache ich mal eine Serie raus. Lea und ihre Freunde. Lea and Friends. Lea and Friends. Oder auf Asch. Das ist natürlich gut. Ja. Wir haben doch jetzt Türkisch endlich abgeschlossen. Habt ihr abgeschlossen? Jo, fortgeschrittenen Kurs haben wir auch mit Bravour bestanden. Ja komm, du schneidest in anderen Sachen besser ab. Türkische war halt meine Sprache. Ja. Als Klassenbester. Eieiei. Ja, ja. Kursbester. Du, ihr habt doch eine ganze Runde gemacht. Habt ihr das gemerkt? Ja, na, das war, weil du uns... Ach so. Du hast uns abgelenkt, in... Genau. Da schnackt man hier so und da läuft man mal eine Runde. Das ist ein schönes Foto. Ach Quatsch, ja. Mein Gott. Für Zoe ist doch gut, die kriegt man doch auch fast nicht tot. Wie spät haben wir es denn?